Hör mal zu präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Vergessen Sie nicht, dass Sie um 11 Uhr einen Zahnarzttermin haben, Mr. Poirot. Hercule Poirot hat den Gang zum Zahnarzt nicht nötig, Miss Lam. Ich weiß da aber etwas anderes. Mein Gebiss ist einwandfrei. Ein Frevel, daran rumfuschen zu wollen. Bitte aber, warum kümmern Sie sich nicht einmal um meine Kragen, Miss Lemon? Diese Wäscherei steht wahrscheinlich im Dienst meiner Feinde. Bei Hercule Poirot? Poirot, bitte. Ja. Persönlich? Ja. Chief Inspector Jepp. Guten Morgen, Chief Inspector Jepp. Hier gibt's etwas Merkwürdiges, Poirot. Erinnern Sie sich, dass wir gestern durch die Bardsley Garden News geschlendert sind und worüber wir uns unterhielten, bevor uns Hastings verließ? Wir unterhielten uns darüber, dass bei einem solchen Feuerwerk keine Schüsse zu hören wären. Ja. Jemand hat's getan. Wie? Ein Mord sieht wie ein Selbstmord aus. Aber irgendwie kommen wir damit nicht zurecht. Ich erwarte Sie in einer Stunde. Sagen Sie alle Termine für heute Vormittag ab, Miss Lemon. Sicherlich ein Schock für Sie, Miss Blenderlys. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich werde mich kurz fassen. Nun, Sie haben mir Inspektor Jameson bereits erzählt, wie Sie die Leiche heute Morgen fanden. Sie waren nur übers Wochenende weg? Ja, seit Freitag schon. Pardon, Mademoiselle. Als Sie merkten, dass die Tür verschlossen war, riefen Sie die Polizei. Hätte es nicht sein können, dass sie nur ausgegangen war und deshalb ihre Tür verschlossen hatte? Wozu verschließen? Auf jeden Fall hätte sie mir eine Nachricht hinterlassen. Und das hat sie nicht getan? Natürlich nicht. Ah. Erzählen Sie bitte alles, was Sie von Mrs. Allen wissen. Ich habe sie im Ausland kennengelernt. Sie befand sich auf der Rückreise von Indien. Wir stellten fest, dass wir uns sympathisch waren und zogen in das Haus ein. Was war mit Ihrem Mann? Er ist wohl nicht der Richtige gewesen. Ein Trinker. Ein, zwei Jahre nach der Hochzeit ist er gestorben. Wissen Sie, ob Mrs. Allen finanzielle Schwierigkeiten hatte? Nein, bestimmt nicht. Hatte Mrs. Allen einen bestimmten Freund? Oder mehrere? Sie war verlobt und wollte heiraten, wenn Ihre Frage damit beantwortet ist. Wie ist der Name dieses Verlobten? Oh mein Gott. Charles weiß noch nichts. Wer ist Charles, Miss? Der Mann, den sie heiraten wollte. Charles Leverton Rest, Abgeordneter für irgendeine Gegend in Hampshire. Ich werde ihn anrufen. Wir gehen vorbei und reden mit ihm. Wissen Sie, ob es Streit zwischen den beiden gegeben hat? Nein, das würde mich wundern. Barbara war niemals streitsüchtig. Wie ist Ihre Meinung über Monsieur Leverton West, Mademoiselle? Er ist jung, sehr ehrgeizig und dazu ein ausgezeichneter Redner. Und seine schlechten Seiten? Nun, originelle Ideen kann ich ihm nicht nachsagen. Er ist nur aufgeblasen. Das sind keine sehr schwerwiegenden Fehler, Mademoiselle. So. Finden Sie nicht? Vielleicht nur für Sie. Doch. Für Madame Allen? Non. Sie hätte das kaum bemerkt. Mrs. Allen war Linkshänderin, nicht wahr? Linkshänderin? Ich glaube nicht. Nein, bestimmt nicht. Wirklich? Sehen Sie, Mrs. Allen hat eine Schusswunde an der linken Schläfe. Und die Pistole war in der linken Hand. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Tut mir leid, nein. Es war so schrecklich, dass ich gar nichts sah. Ist verständlich, Miss. Doch scheint es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der Rechtshänder ist, sich mit der linken Hand erschießen sollte. Haben Sie das schon mal gesehen? Nein. Es gehört weder Ihnen noch Mrs. Allen? Normalerweise tragen Frauen so etwas nicht. Aber Sie wissen, was es ist. Ich finde, es ist nicht schwer, dieses Ding zu erkennen. Ein halber Manschettenknopf. Hastings! Den Filter habe ich jetzt abgeschraubt. Hastings! So, und jetzt den neuen ran. Dann läuft er wieder wie ein geölter Blitz. Hastings! Hallo. Was machen Sie denn da, Hastings? Oh, ich habe ein bisschen am Auto repariert. Sie sollten Fragen stellen, Hastings. Sie sollten vor Ort ermitteln. Schon erledigt. Freddy? Freddy hat mir hier geholfen. Hallo, Sir. Jetzt wird's schwierig. Sie müssen den Schraubenschlüssel halten, wenn ich die Dichtung einlege. Gut, das ist Mr. Poirot. Wie geht's, Chef? Ich bin Fred Hock. Für Sie, Freddy.
Hallo, Freddy. Er hat Neuigkeiten. Und was sind das für Neuigkeiten? Mrs. Aaron ist zum Briefkasten gegangen, gegen 6. So gegen 9:30 ist ein Auto angekommen. Standard Swallow Limousine, ein Riesending. Ein Tourenwagen. Ein Mann stieg aus, er war, na so Mittelalter, würde ich sagen. Ein Gang wie ein General. War der schon mal hier? Ja, schon mehrmals. Dunkler Mantel, dann so ein Nasenbart. Er blieb so ungefähr eine Stunde. Sie kamen zusammen raus. Und er fuhr dann weg? Mir ist nichts entgangen. Konntest du hören, worüber sie gesprochen haben? Ja, er sagte, überlegen Sie und geben mir Bescheid. Sie antwortete was und er sagte, bis bald. Und wie war der Ton? War er freundlich, ja? Wie feine Leute eben reden. Da kann man nie wissen. Was hat denn Mrs. Allen gesagt? Na, keine Ahnung. Sie stand hinter der Haustür. Hör mal gut zu, mein Junge. Überlege dir die Antwort auf meine nächste Frage gut. Wenn du sie nicht weißt oder dich nicht erinnerst, sag's ehrlich. Alles klar? Fragen Sie schon. Wer von beiden schloss die Tür? Mrs. Allen oder der Mann? Sicher die Lady. Nicht doch, er ist es gewesen. Er hat sie zugemacht mit einem Knall. Dann stieg er ins Auto und fuhr weg. Fein. Also, mein Junge, anscheinend bist du ein guter Beobachter. Hier, Sixpence für dich. Wirklich sehr nett, Sir. Aber hätte es nicht auch ein Schilling sein können? Lause, Junge, hau ab. Chief Inspector Jepp und Mr. Poirot, Sir. Guten Tag, Gentlemen. Was verschafft mir das Vergnügen? Nichts Vergnügliches, fürchte ich. Achso. Wir haben schlechte Nachrichten. Nun und? Es geht um Mrs. Allen, Mrs. Barbara Allen. Was ist geschehen? Nun reden Sie schon. Sie ist tot, Sir. Tot? Glaube ich nicht. Was ist passiert? Anscheinend Selbstmord. War Mrs. Allen in letzter Zeit irgendwie beunruhigt? Nein, nicht im geringsten. Wir wollten heiraten. Ja, gewiss, Sir. Das ist ein Schock. Tot. Wie? Erschossen. Erschossen? Ich hoffe nur, das steht noch nicht in der Zeitung. Ich glaube nicht, Sir. Ich hätte da noch einige... Hallo? Ah ja. Ja, danke, ich warte. Der Premierminister. Ich habe noch ein paar Fragen, Sir. Ich muss einen neuen Termin mit meinem Sekretär abstimmen. Ja, ich bin noch hier. Na schön, Sir. Tun Sie das. Ich bedauere den Vorfall zutiefst, Sir. Pardon, Monsieur. Erlauben Sie mir, Ihnen mein tief empfundenes Beileid auszusprechen. Ja, ich danke Ihnen. Wir Engländer stellen unsere Gefühle nicht zur Schau. Magnifique. Nur eine Frage, Sir. War Ihre Verlobte Linkshänderin? Linkshänderin? Nein, ich denke nicht. Nein, jedenfalls. Nein, sie war Rechtshänderin, bestimmt. An die Wäscherei Bulldog Breed. Geehrte Herren, leider muss ich Ihnen erneut mitteilen, dass die Steife der von Ihnen gestärkten Kragen meinen Wünschen widerspricht. Zukünftig erwarte ich entsprechende Lieferungen. Ich verweise auf meine Anordnungen vom 2. März 1935 und die nachfolgenden Briefe. Suchen Sie die Akten raus, Miss Lemon, und ergänzen Sie es. Alle Briefe, Mr. Poirot? Alle, Miss Lemon. Es ist mir wirklich ernst. Das Problem ist, Mr. Poirot, dass die dort ihre Anordnung nicht lesen können. Warum nicht? Es sind Chinesen, Mr. Poirot. Die Bulldog-Bretwäscherei ist chinesisch? Ja, Mr. Poirot. Und was soll nun werden, Miss Lemon? Das weiß ich auch nicht so genau, Sir, aber wenn der Bote Ihre Wäsche zurückbringt, dann bringt er auch Ihren Brief mit, damit ich ihm erkläre, was drinsteht. Und tun Sie's? Nein. Wieso nicht? Ich kann nicht Chinesisch. Was erklären Sie ihm? Wie soll ich sagen? Ich sage, mein Herokragen seien zu sehr kratzig. Dabei zeige ich auf den Kragen. Hastings, mein Freund, Sie sind doch mal in China gewesen. Selbstverständlich. Feine Leute, sehr feine Leute. Hatten Sie dort mal Ärger mit der Wäscherei? Ja, tatsächlich, hatte ich wirklich. Wie verständigten Sie sich?
Also, ich sagte, mein Kragen sei sehr kratzig. Von ihm habe ich das übernommen, weil ich wusste, dass er mal in China war. Aber Hastings, meine Kragen werden und werden nicht besser. Nein, meine wurden es auch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Miss Lennon? Besorgen Sie sich doch ein paar zum Auswechseln, Poirot. Sind wirklich sehr praktisch. Praktisch, Hastings? Denken Sie, Poirot trägt lose Kragen, die man auswechselt? Oh nein. Also. Ich bitte um Entschuldigung, Poirot. Wechselkragen sind das erste Symptom des Verfalls der grauen Zellen. Chief Inspector Jepp, Mr. Poirot. Sie war es nicht. Guten Morgen, Chief Inspector Jepp. Ja, richtig, guten Morgen. Nun, wer ist nicht gewesen? Die Plenderleys hat in Essex bis Mitternacht Bridge gespielt. Das schließt aus, dass sie irgendwas damit zu tun haben kann. Das ist sehr enttäuschend, Jepp. Sind Sie immer noch überzeugt, dass es sich um einen Mord handelt? Ganz ohne Zweifel. Ich hätte da noch eine Frage, Poirot. Hm? Sie haben immer so rumgeschnüffelt, als wir das erste Mal bei der Leiche waren. Schnief, schnief, schnief. Eine Erkältung? No. Ich dachte, die kleinen grauen Zellen wären in Ihrem Gehirn. Erzählen Sie mir bloß nicht, dass Sie neuerdings auch in Ihrer Nase hocken. Keinesfalls. Es war nur wegen des Zigarettenrochs. Ich habe keinen gerochen. Meine Nase ebenfalls nicht. Im Aschenbecher waren 9 Zigarettenkippen, 6 normale und 3 türkische. Exakt. Ihre hervorragenden Geruchszellen haben das ohnehin zu sehen bemerkt? Ich versichere Ihnen, meine Nase hat nichts damit zu tun. Meine Nase hat rein gar nichts bemerkt. Dafür Ihre Hirnzellen umso mehr. Naja, es gab so einige Anzeichen. Sehen Sie das nicht so? Wie viel aus, wie Sie sich gestern Abend Madame Allens Scheckbuch ansahen. Ihnen entgeht doch wirklich gar nichts, mein lieber Poirot. Und Sie haben genau wie ich festgestellt, dass Madame Allen am Montag 200 Pfund bei ihrer Bank abgehoben hat. Und vor 3 Monaten, am 6. August, schon mal 200. Wirklich? Wirklich. Aber meine Leute fanden von der Summe im ganzen Haus keine Spur. Wenn es aber Mord war, dann gibt es auch ein Motiv. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen helfen könnte, aber... Fragen Sie, Mr. Poirot. Mrs. Allen hat Montagabend Besuch gehabt. Er wird beschrieben als ein Mann von Mitte 40. Militärisches Auftreten, trägt einen Schnurrbart, sehr korrekt gekleidet und fährt eine Standard Swallow-Limousine. Wissen Sie, wer das sein könnte? Hört sich an wie Major Eustace. Major Eustace? Baba kannte ihn von Indien her. Vor einem Jahr tauchte er hier auf. Seitdem haben wir ihn ab und zu gesehen. Er war ein Freund von Mrs. Allen? Jedenfalls tat er so. Würde es Sie überraschen, Miss Blenderlys, wenn ich Ihnen sage, dass dieser Mann Ihre Freundin erpresst hat? Natürlich. Das war es also. Natürlich. Sie halten es also für denkbar, Mademoiselle. Wieso habe ich nicht früher daran gedacht? Hätte sie mir doch nur etwas gesagt. Ich hätte ihn zum Teufel geschickt, in die Hölle. Vielleicht wäre er nicht zum Teufel gegangen, sondern zu Monsieur Leverton West. Ja, das ist wahr. Sagen Sie, in welchem Zimmer hat Mrs. Allen ihre Gäste empfangen? Oh, möglicherweise hier. Andererseits, wenn sie einen Scheck hätte ausstellen wollen oder so, sicherlich oben. Von einem Scheck kann keine Rede sein. Mrs. Allen hat am Montag 200 Pfund von ihrem Konto abgehoben. Leider haben wir bisher keine Spur davon im Haus entdeckt. Ich würde mich gern noch einmal umsehen, wenn Sie gestatten. Bitte, tun Sie's. Hätte die Angelegenheit nicht noch warten können. Befragungen dieser Art dulden meist keinen Aufschub, Sir. Befragungen machen mir nichts aus, wenn sie auch Ergebnisse zeitigen. Haben Sie schon eine Vermutung, was Mrs. Allen veranlasste, sich das Leben zu nehmen? Vielleicht verstehen Sie uns besser, wenn ich Ihnen mitteile, dass es sich nicht um Selbstmord, sondern um Mord handelt. Was haben Sie gesagt? Haben Sie eine Vermutung, wer Mrs. Allen nach dem Leben getrachtet haben könnte? Nein, nicht die geringste. Es ist unvorstellbar. Hat sie niemals Feinde erwähnt? Leute, die irgendeinen Groll gegen sie hegten? Niemals. Kennen Sie Major Eustace? 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 Ach ja, ich erinnere mich. Ich traf ihn mal bei Barbara. Mrs. Allen. Ein zweifelhafter Typ, meiner Meinung nach. Das sagte ich auch zu Mrs. Allen. Nach unserer Heirat hätte ich ihn nicht gern in unserem Haus gesehen. Ich gehe mich umziehen. Was hat Mrs. Allen dazu gesagt? Sie gab mir recht. Sie hatte Vertrauen zu meinem Urteil. Und als meine Frau hätte sie sich von einigen ihrer alten Bekannten trennen müssen. Tja, das verstehen Sie doch.
Gewiss. Könnten Sie mir noch sagen, wo Sie sich selbst am Abend des 5. November aufhielten? Ich mich aufhielt? Mich fragen Sie das? Reine Routine, Sir. Wir richten diese Frage an jeden. Ich dachte, in meiner Position wäre ich verschont davon. Das ist leider nicht der Fall. Ich muss erst überlegen. Ich war... Einen Moment, bitte. Gegen 22:30 verließ ich das Parlament und machte einen Spaziergang. Wegen des Feuerwerks. Zum Glück werden Parlamente nicht täglich gesprengt. Dann ging ich nach Hause. Wann kamen Sie dort an? Ungefähr so gegen 23:45. Hat Sie vielleicht jemand eingelassen? Nein. Sind Sie unterwegs jemandem begegnet? Nein. Major Eustace? Ja. Chief Inspector Jebb, Scotland Yard. Ah, ja. Ein Drink? Nein, danke, Sir. Wo können wir reden? Ja. Gehen wir darüber. Nehmen Sie Platz. Worum geht es? Was will eine so bedeutende Persönlichkeit wie ein Chief Inspector von mir? Nein, danke. Ah. Sie rauchen türkische Zigaretten. Ja. Lieber Virginia Tabak. Habe ich auch. Moment. Nein, nein, die ist sehr gut. Danke. Sie kennen doch eine gewisse Mrs. Barbara Allen, Major Eustace. Ja. Trauriger Fall. Hab's in der Zeitung gelesen. Sie haben sie in Indien kennengelernt? Ja. Schon einige Zeit her. Kannten Sie auch Ihren Mann? Nein, ich bin ihm nie persönlich begegnet. Wissen Sie irgendwas von ihm? Ich hörte, er sei ein recht übler Kunde gewesen. Ein Gerücht, wie Sie sich denken können. Buschfunk. Mrs. Allen hat nichts erzählt? Nein. Mich interessiert, haben Sie Mrs. Allen am Abend des 5. November gesehen? Ganz recht. Sie haben sie in Ihrem Haus aufgesucht? Ist richtig. Sie wollte meinen Rat wegen irgendwelcher Investitionen. Hat sie Ihnen gegenüber Selbstmordabsichten geäußert? Nicht die Spur. Im Gegenteil. Als wir uns trennten, sagte ich, wir werden demnächst telefonieren und uns verabreden. Ihre letzten Worte waren, und uns verabreden? Ja. Komisch. Nach meiner Information haben Sie etwas ganz anderes gesagt. Sie sagten, überlegen Sie und geben mir Bescheid. Und nach einer Weile sagten Sie noch, bis bald. Das ist nicht ganz dasselbe, oder? Naja, ich erinnere mich natürlich nicht an den genauen Wortlaut. Ich glaube, ich habe gesagt, sie soll mir Bescheid sagen, wann sie Zeit hat. Verzeihung, Mädchen. James sagte gerade, dass der Jean zur Neige geht. Ausnahmsweise können Sie ihn heute selbst rausholen. Gut. Ihnen gehört der Laden, Major Eustace? Leider nicht. Eine kleine Goldgrube. Sie sagten, Mrs. Allen hat Sie um Rat gefragt wegen gewisser Investitionen. Erhielten Sie von ihr 200 Pfund, damit Sie diese für Sie annehmen? Was wollen Sie damit antworten? Genau diese Summe hob Mrs. Allen von ihrem Konto ab, bei ihrer Bank. Einen Teil davon in 5-Pfund-Noten. Die lassen sich natürlich anhand der Nummern ermitteln. Ermitteln Sie! Verdammt nochmal! Tun Sie's. Ist mir egal. Sollte das Geld investiert werden oder ging es um Erpressung? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Ich werde Ihnen sagen, wie es war. Ich war in Ihrem Haus, nachdem wir vorher telefoniert hatten. Wann waren Sie bei ihr? Etwa 22:30. Wir saßen und redeten. Und rauchten? Ja, wir rauchten. Ist das verboten? Wo haben Sie sich unterhalten? Im Wohnzimmer. Wir redeten, wie gesagt. Rauchten. Alles ganz freundschaftlich. Ich ging dann. So etwa 22:30. Sie waren die ganze Zeit im Wohnzimmer? Ja. Sie gingen nicht in Mrs. Allens Zimmer hinauf? Nein. Dürfte ich mir mal Ihre Manschettenknöpfe ansehen? Wieso? Wenn Sie wollen, können Sie das verweigern. Ich habe nichts zu verweigern. Wann passierte das? Was? Es fehlt ein Stück im Mai. Ja, habe ich schon gemerkt. Nicht zu sehen. Wenn ich das nach innen drehe, so... Wissen Sie, dass er entzweiging, als Sie bei Mrs. Allen waren? Habe ich verleugnet, dass ich da war?
Nein, aber das Stück Ihres Manschettenknopfes haben wir nicht unten im Wohnzimmer gefunden, sondern oben in Mrs. Erns eigenem Zimmer. Also in dem Raum, wo sie ermordet wurde. Nein. Doch, wo jener Mann saß, der die gleichen Zigaretten rauchte wie Sie. Ich habe ein Alibi. Ich bin nicht in das Haus zurückgegangen. Das war gar nicht nötig. Sie war schon tot. Nein. Nein, ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Barbara stand hinter der Tür und hat mit mir gesprochen. Unterzeugt. Ja, man hörte, wie sie mit ihr sprachen, wie sie taten, als würden sie ihre Antwort abwarten. Ein alter Trick. Mein Gott. Ist alles erlogen. Robert Erskine Eustace, ich muss Sie bitten, mit mir zum Revier zu kommen. Oh, hallo. Sie wünschen? Ich möchte gern noch mal zu Miss Plenderleaf. Na, liebend gerne, aber sie ist nicht hier. Sie spielt doch heute wieder Golf. Golf? Denken Sie bloß, wo die arme Mrs. Allen noch nicht unter der Erde ist und noch in der Leichenhalle liegt. Tatsächlich. Das ist wirklich eigenartig. Verzeihung, Madame... Pierce, Sir. Mein Name ist Hercule Poirot, Madame Pierce. Oh, ich kenne Sie schon lange, Sir. Wirklich schmeichelhaft. Madame Pierce, ich habe ein diffiziles Problem. Oh. Ich war gestern mit Chief Inspector Jepp hier. Und leider haben wir dabei vergessen, in einem bestimmten Teil des Hauses nach Spuren zu suchen. Das ist es. Und nun wollte ich fragen, würden Sie... Kommen Sie nur rein. Überprüfen Sie es. Zu liebenswürdig. Merci. Wenn ich das meinem Mann erzähle, dass Sie hier waren, wird der aus dem Häuschen sein. Er liest nämlich alle Ihre Berichte in der hiesigen Zeitung. Ganz hervorragend, Madame Pierce. Darf ich? Ja, gehen Sie nur. Merci. Ach, bei meinem Alten könnte man verzweifeln. Den ganzen Tag hat er den Kopf zwischen den Zeitungen. Der Name Poirot ist auf den Golfplätzen in ganz Europa gefürchtet. Verzeihen Sie, darf ich fragen, wie hoch ist Ihr Handicap, Sir? Wieso? Ich bin gesund. Also irgendwo ist da ein kleines Loch, wo ich den Ball reinschießen muss. Wo? Sie sehen doch die Fahne da. No. Gegenüber dem Baum so ein kleiner roter Wimpel. Ah ja, ich sehe. Und da ist auch das kleine Loch. No. Noch einen Moment, bitte. Nun, und mit diesem Schläger schlagen Sie ihn weg. Schlagen Sie. Geht ganz leicht. Und wenn ich die Fahne treffe? Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Ich glaube, die Fahne wird nicht getroffen. Oh. Keinesfalls. Hastings, wie sollen wir denn je Miss Plenderleaf einholen, wenn Sie immer so viele Schläge machen? Wir holen sie gar nicht ein, weil sie schon vor 1,5 Stunden angefangen hat. Wir sehen sie höchstens auf dem Rückweg auf einer der Nachbarbahnen. In den Papierkörben rumzuwühlen ist wohl eine Leidenschaft von Ihnen. Schon wieder einer? Nummer 3, Hastings. Jemand hatte wohl einen schlechten Tag. Manche zerbrechen sie absichtlich. Gleich 3 Schläge auf 3 Bahnen. Und was sonst? Unsere Miss Plenderleaf lässt ein paar Golfschläger verschwinden an Stellen, von denen sie glaubt, dass es nicht auffällt. Leer. Warum wirft eine junge Frau mit einem vermutlich normalen Verstand einen Koffer in den See? Sogar die Zeitung hat sie entfernt, aber dafür hat sie Steine reingetan. Hören Sie auf, laut zu grübeln. Die Antwort ist unterwegs. Warum hat sie völlig intakte Golfschläger zerbrochen? Hastings, darüber habe ich mir auch die ganze Nacht den Kopf zermartert. Mein armer Chap. Miss Plenderleaf, Mr. Poirot. Danke, Miss Lemon. Ich bitte um Entschuldigung. Ich komme von Barbaras Beerdigung. Die kleine Verspätung verschmerzen wir. Nehmen Sie Platz, Mademoiselle. Ich habe einige Neuigkeiten für Sie. Ich las es in der Zeitung. Major Eustace wurde verhaftet. Es war also Mord. Oh ja. Sie haben es sicherlich in der heutigen Morgenzeitung gelesen. Die vorsätzliche Zerstörung eines Menschen durch einen anderen Menschen. Und nun, Mademoiselle, werde ich Ihnen ganz genau erzählen, wie ich in diesem Fall zur Wahrheit gelangt bin. Er hat so seine Methoden. Ich lasse ihn gewähren. Schon am Anfang war etwas suspekt. Das war der Zigarettenrauch. Ich konnte keinen bemerken. Das ist der Punkt. Und das bei geschlossenen Fenstern und Türen und nicht weniger als 9 Zigarettenkippen im Aschenbecher. Das war merkwürdig, denn die Luft in dem Zimmer war völlig frisch. Ach, darauf wollten Sie hinaus. Das nächste, was mir aufgefallen ist, wieder eine Kleinigkeit, die Armbanduhr der Toten. Das heißt? Sie trug sie am rechten Handgelenk. Meines Erachtens trägt man Armbanduhren üblicherweise am linken Handgelenk, oder?
Und nun kommen wir zum interessantesten Punkt, Mes Amis. Das ist der Schreibtisch. Ja, das habe ich vermutet. In der Mappe mit dem Löschpapier befand sich oben auf ein unberührtes, sauberes Blatt. Das Blatt war sauber, weil Barbara an diesem Tag noch nichts geschrieben hatte. Doch hat sie. Friday hat gesehen, wie sie Briefe eingeworfen hat. Très bien, Hastings. Wo ist also das Löschblatt geblieben, das Madame Allen dazu verwandt hat? Es gibt noch ein zweites auffälliges Detail, was den Schreibtisch betrifft. Erinnern Sie sich noch an die Anordnung der Gegenstände darauf? Gestatten Sie. Tintenfass und Löschpapier in der Mitte. Die Federschale zur Linken. Der Kalender und der Gänsekiel standen rechts, d'accord? Ja. Sehen Sie es denn nicht, Jeb? Federhalter und Schreibstifte sind in der Schale links. Steht üblicherweise die Federschale nicht rechts? Bequemer also für die rechte Hand? Voilà. Ich hatte plötzlich ein Bild vor mir, Jeb. Ein Bild von Miss Plenderlys, wie sie gerade heimkehrt und die Treppe hinaufeilt. Ein Bild, Mademoiselle Plenderlys, wie sie dann die Tür öffnen und ihre Freundin tot daliegen sehen mit einer Pistole in der Hand. In der linken. Barbara? In der linken Hand natürlich, denn ihre Freundin war Linkshänderin. Obwohl Mademoiselle Plenderlys versucht hat, uns einzureden, dass sie Rechtshänderin war. Und im gleichen Moment hatten sie eine außergewöhnliche Idee, den Mann zu bestrafen. Sie nahmen den Abschiedsbrief und das oberste Löschblatt und gingen damit hinunter zum Kamin. Und noch ein glücklicher Umstand kam ihnen zu Hilfe. Das abgesplitterte Stück eines Manschettenknopfes, das sie auf dem Fußboden fanden. Sie wussten, das gehörte Major Eustace. Sie verriegelten das Fenster und verschlossen die Tür. Niemand sollte auf den Verdacht kommen, dass sie sich in dem Raum zu schaffen gemacht hatten. Es war kein Mord. Es war Gerechtigkeit. Dieser Mann hatte Barbara in den Tod gehetzt. Die Ärmste. Nur weil sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hatte in Indien und ein Baby bekam. Nach dem Tod des Kindes kam sie nach England zurück und verliebte sich in Charles. Diesen eitlen, aufgeblasenen Kerl. Und dann erschien dieser Justus hier, dieser Schuft aus Indien. Wenn Sie gelesen hätten, was sie mir hinterließ, würden Sie meine Tat verstehen. Sie liebe Charles, schrieb sie. Ohne ihn wolle sie nicht sein. Aber um seinetwillen könne und dürfe sie ihn nicht heiraten. Sie wähle den einzig möglichen Ausweg. Ich wünschte, Sie hätten es gelesen. Und Sie nennen es Mord. Meines Mord ist. Der Mann, den Sie bestrafen wollten, ist bereits im Gefängnis. Wollen Sie ihn zerstören? Wollen Sie wirklich mit voller Absicht das Leben eines Menschen einfach vernichten? Nein. Nein, das sicher nicht. Ich wollte es. Ich will es nicht mehr. Wer hätte das gedacht? Kein als Selbstmord hingestellter Mord, sondern Selbstmord, der wie Mord aussehen sollte. Und sehr geschickt gemacht. Nichts war übertrieben. Und der Koffer? Welche Rolle spielte der? Und was war mit den Golfschlägern? Das waren Mrs. Allens. Die gute Jane Plenderlys musste uns überzeugen, dass ihre Freundin Rechtshänderin ist, weil wir glauben sollten, sie wurde ermordet. Aber die Golfschläger, die gehörten einer Linkshänderin. Sonnenklar. Als die Kammer offen war, musste sie versuchen, unsere Aufmerksamkeit abzulenken. Sie führte uns mit dem Koffer auf eine, wie heißt es, falsche Finte. Falsche Fährte. Das meine ich. Und nun, meine Freunde, ist es höchste Zeit, dass ich Sie einlade zum Lunch.